So, willkommen meine lieben Nuggets zu einem weiteren Let's Play of Crunch Time United und heute mal wieder, ja, mit einer Folge FIFA 17 Karrieremodus mit den SC Freiburg und ihr seht schon im Hintergrund, heute geht's gegen die Eintracht aus Frankfurt quasi, also gegen Eintracht Frankfurt hier im, ja, jetzt schon 6. Ligaspiel und wir sind abgerutscht auf Platz 12, also ganz schön nach unserer letzten Niederlage gegen den BVB, sind aber zu Hause natürlich bis jetzt in absoluter Heimmacht. Und werden am besten mal so spielen in den klassischen Heimtrikots. Heute wird Haberer wieder von Anfang an spielen, so wie wir es eigentlich immer geplant haben. Und die Frankfurter werden wir mal in diesen schwarz-weißen Trikots spielen lassen. Ja, in den klassischen Heimtrikots aus der vergangenen Saison. Und ja, heute mal wieder, würde ich sagen, sind wir schon fast gezwungen, mindestens einen Punkt zu holen. Also es ist bis jetzt in so eine, naja, so eine Lalabe-Saison, kann man da fast sagen. Ja, immer mal wieder ein Sieg, dann eine Niederlage. Ganz am Anfang ging es ja relativ zerfahren los in Berlin mit einem Unentschieden, also ein Punkt. Auswärts sind wir bis jetzt ja ein nicht so überzeugendes Team, haben alle Auswärtsspiele bis jetzt hin verloren. Also hatten 3 Auswärtsspiele, außer das erste, das konnten wir noch mit einem Punkt bestreiten. Und ja, wir schauen mal, also bis jetzt konnten wir alle Heimspiele zu Hause gewinnen und gucken mal, ob wir die Serie weiter beibehalten können. Das würde uns natürlich sehr, sehr freuen. Und wir werden natürlich unser Bestes geben. Und auch wenn es gegen die Frankfurter nicht leicht wird, ja, sind wir heute schon ein bisschen gezwungen zu punkten, um uns wieder ja ein kleines bisschen da Luft zu verschaffen im Abstiegskampf. Jetzt schön durchgesteckt. Haberer mit der ersten Aktion knapp am Tor vorbei. Schöne Drehung da vom Haberer. Zeigte sich richtig gut in Szene und knapp am Kasten vorbei. Da hätte Radetzky richtig Probleme gehabt. Ich glaube, der jetzt auch die Eintracht verlassen wird im Sommer. Ich weiß noch nicht so richtig, wo es hingeht. Bin mir jetzt auch nicht so sicher, aber ich habe da irgendwas gehört. Oder dass Radetzky zumindest nicht verlängern wird bei Frankfurt. Beziehungsweise ich weiß nicht, ob er jetzt noch Vertrag hat oder nicht. Ich glaube, bei ihm ist der Vertrag, läuft jetzt aus. Oh, harter Einsatz gegen Mike Franz und die Frankfurter jetzt mal mit der Chance. Alex Meyer und Schmolo muss jetzt zum ersten Mal richtig zupacken, aber starke Parade da vom Keeper von Schmolo, der sich auch immer besser macht bis jetzt hin. Oh, der kommt sehr nah ans Tor. Schmolo sah alles andere als gut aus. Auf, ja, auf den kurzen Pfosten gespielt, auf Meyer sozusagen. War nicht so eine der besten Sachen, also da sahen wir nicht wirklich gut aus, muss ich da ganz ehrlich sagen. Schöner Doppelpass hier von Bulut, aber der kann sich da nicht gegen Bastian und Schipka durchsetzen. Und da laufen sie sich noch beide gegenseitig um und dadurch die Chance für die Frankfurter. Marco Fabian, der auch gerade beim Confederations Cup für Mexiko spielt, also gespielt hat. Mexiko ist ja rausgeflogen, erstmal Riesenchance hier und Schipka. Und was für eine Parade von Schmolo, klasse gehalten. Jetzt hoffen wir mal, dass wir jetzt hier besser stehen bei der Ecke. Ecke kommt rein. Marco Fabian und Schmolo mit einer Hand. Richtig stark gemacht. Und unser Innenverteidiger Marc-Oliver Kempf kommt nicht mehr ran, reicht nicht mehr aus. War auch nicht so clever. Am besten sollte er jetzt reinrücken wieder in die Innenverteidigung, dass da kein Riesenloch ist. Harry Seferovic da am Ball. Auf Maskerei. Fabian. Meier versucht den Doppelpass. Die Frankfurter bis jetzt sind besser und was für ein Fehler mal wieder. Haben da Glück gehabt, dass es da eine relativ schlechte Annahme war und ihnen da der Ball versprungen ist. Und deswegen werden wir erstmal wieder ein bisschen spielerisch lösen. Auf Mike Franz, der braucht einfach viel zu lange, um den Ball anzunehmen. Mike Franz, Torschuss da. Ich glaube wieder von Marco Fabian. Und es wäre mal ganz gut, wenn wir uns jetzt mal ein bisschen da hinten, ja, rausspielen könnten. Also uns mal ein bisschen befreien könnten. Haben da gerade richtig Druck, so kann man das sagen. Bulut jetzt hier. Im Doppelpass wieder auf Florian Niederlechner. Niederlechner macht das gut. Mike Franz. Florian Niederlechner holt den Einwurf raus. Fürs Erste. Ist okay. Bulut. Felix Passlack. Schön gespielt. Ah, kommt er nicht durch. Schade. Wollte da schon durchstecken. Jetzt ist natürlich hinten ein großes Loch, weil Passlack da erstmal zurückrennen muss. Aber die Frankfurter machen nicht das Spiel schnell. Und deswegen ist es ja relativ gut für uns gewesen. Sonst hätte es richtig gefährlich werden können. Da hinten hat er schon ein paar Mal gebrannt. Also die Frankfurter bis jetzt sind für mich das bessere Team. Marvin Plattenhardt, nicht energisch genug. Alex Meyer, Marc-Oliver Kempf. Hau doch mal die Murmel raus und Schmolo mit der nächsten Glanztat. Also die Frankfurter hätten sich so ein 1:0 schon verdient. Da gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen. Haberer behauptet jetzt hier gut den Ball. Schön überlaufen.
Vincenzo Grifo spielt schön nach außen. Mome läuft richtig gut, Bulut, aber da ist, glaube ich, Abraham dazwischen und drei Leute auf einen Mann, das ist alles andere als taktisch clever. Bastian und Schipka, Maskeral. Marco Fabian auf dem Weg zum Tor. Alex Meyer, Innenverteidiger, sollte nicht rausrücken. Alex Meyer, knapp am Kasten vorbei. Meine Herren, wir sind hier mal noch so gar nicht im Spiel, kann man mal sagen. Und die Frankfurter, die spielen uns hier regelrecht an die Wand. Vielleicht kriegen wir jetzt mal ein bisschen Zugriff langs. Boah, nächster schlechter Pass. Bulut, haben da Glück, dass wir da den Ball wieder bekommen. Bulut macht das gut. Mike Franz, Niederlechner. Alter, früher durchdecken müssen, kriegt die Mome nicht behauptet. Schade. Schade. Da wäre richtig viel Platz gewesen. Und dann ein, ja, sehr, sehr markantes Zuspiel da auf Hector. Maskeral, Varela, Seferovic. Die Frankfurter, klar, besser und doch spielbestimmender, muss ich zurzeit einfach zugeben. Unentschieden ist glücklich für uns. Aber meistens ist es im Fußball halt immer so, wenn du die Chancen nicht nutzt, dann kriegst du hinten eine Mome. Also zumindest ist es bei mir immer so gewesen, wenn wir mal spielerisch besser waren. Pass lag schön gespielt da. Haberer kann sich da nicht drehen diesmal. Diesmal passen die Frankfurter richtig stark auf. Mike Franz macht jetzt mal Druck. Können jetzt das Spiel jetzt in den letzten Minuten, konnten das jetzt mal ein bisschen beruhigen. Nicht mehr so krasse Drangphase von den Frankfurtern. Wie es in den ersten paar 5 Minuten war ungefähr, in den ersten Minuten generell. Schön von Höfler hier mit dem Körpereinsatz dazwischen gegangen. Und auch mal ein Zeichen, aber wieder Niederlechner. Also das muss ich ganz ehrlich sagen, das bemänge ich schon seit ein paar Spielen. Er geht nicht zum Ball, also ganz selten zum Ball. Und das sind so Sachen, Alex Meyer, und was für ein Tor. Klasse Ding, links unten in die Ecke, und das ist mal sowas von verdient. Muss ich da ganz ehrlich sagen, klasse Tor von Alex Meyer. Was für ein Strich. Und endlich nutzt er mal seine Chance da, nach gut 39 Minuten. Ja, die erste, ja, richtige Chance kann man nicht sagen, also hatten die Frankfurter mehr als genügend Chancen. Aber richtig stark gemacht, Felix Passack, sehr, sehr schwach hier gegen Hasebe. Bastian und Schipke. Hasebe. Alex Meyer. Und die Frankfurter immer noch spielbestimmend. Wir kriegen keinen Fuß in die Tür. So kann man es am besten definieren. Makuto Hasebe. Haris Seferovic wieder raus auf Varela. Und Plattenhardt läuft er raus. Höfler kann sich da durchsetzen. Plattenhardt. Bulut geht wieder nicht zum Ball. Und dann so ein Pass. Also da kriege ich einen zu viel. Alex Meyer, haben Glück. Innenverteidiger dazwischen. Mike Franz, jetzt vielleicht mal. Kann es mal ein bisschen schneller gehen. Umschaltspiel war eigentlich gut. Haberer setzt sich da gut durch, aber dann Niederlechner. Boah. Und warum geht Höfler da nicht zum Ball? Das verstehe ich jetzt auch nicht. Mann. Erste Halbzeit können wir abhaken. Da bin ich mir mal richtig sicher. Also echt eine Halbzeit zum Vergessen. Vincenzo Grifo. Sehen überhaupt keinen Stich gegen die Eintracht. Und die führen hier absolut verdient mit 1:0. Mal gucken, ob wir das in der zweiten Hälfte ein Stück weit ändern können. Ist das die erste Heimniederlage für uns in dieser Saison? Jetzt geht's auch noch zu Hause los. Also Abstiegskampf auf jeden Fall. Mike Franz, stark gemacht. Florian Niederlechner, Haberer. Braucht er einfach zu lange. Hat er ein bisschen Glück. Vincenzo Grifo nimmt das Tempo wieder raus. Oh, Plattenhardt, was macht der denn? Das gibt's doch gar nicht. Ich steck den Ball durch und er spielt die Murmel ins Aus. Unfassbar. Seferovic. So ein Punkt wäre hier schon Gold wert. Sasebe. Marco Fabian, außen jetzt. Uschipka gegen Paslak. Hasebe, Fabian. Fabian und Schmolo. Bis jetzt sind bester Freiburger Schmolo. Muss man da einfach so sagen. Haberer. Macht das hier jetzt mal gut. Florian Niederlechner. Und außen ist Bulut. Aber das dauert mir alles viel zu lange. Und da Mike Franz mit dem klaren Foul kommt da deutlich zu spät. Gibt den Vorteil für die Frankfurter. Aber gut, jetzt hier mal von Höfler. Aber wieder ein Schritt zu spät. Die Frankfurter sind uns immer einen Schritt voraus bis jetzt hin. Defensive ist gut organisiert. Meier. Und Schipke. Und Schipke. Innenverteidiger. Was sucht der da auf den Außenpositionen? Verstehe ich jetzt nicht.
Und Felix Passler klärt per Kopf. Niederlechner, Haberer. Jetzt hat er mal Platz. Macht er ganz okay. Klares Foul eigentlich. Wird nicht gepfiffen. Weiter geht's. Maskerei. Hasebe. Hasebe. Jetzt wird's gefährlich. Hasebe immer noch am Ball. Wir kriegen immer noch keinen Fuß in die Tür. Ja, die Frankfurter spielen uns hier mal richtig an die Wand. Hasebe Schmolo schon wieder. Und so kann es nicht sein, Bulut. Spiel jetzt mal hinten aufbauen. Oliver Kempf, beweg deinen Arsch, das gibt's ja nicht. Wieder geht er nicht zum Ball. Und dann Grifo, also da kriege ich. Da kriegst du doch als Trainer echt Herzattacken. Grifo. Haberer. Florian Niederlechner. Boah, wieder in den Rücken, also die nehme ich jetzt gleich auch raus. Niederlechner, überhaupt nicht sein Spiel, aber wahrscheinlich wie die ganze Mannschaft. Und da sehen wir es oben. Nächstes Spiel der Eintracht gegen den FC Bayern München. Und das ist keine dankbare Aufgabe. Das weiß wahrscheinlich jeder. Abraham, Innenverteidiger jetzt vorne. Seferovic, Mike Franz. Grifo kann das Ding jetzt mal schnell spielen. Aber da kommt keiner nach so richtig. Haben jetzt hier mal Glück. Niederlechner macht das ganz okay auf Haberer. Behauptet er gut den Ball. Und jetzt den Ball durchstecken. Niederlechner. Oh, was ist denn das für ein Pass? Also Höfler läuft da genau und dann spielt der Bulut an. Also, oh Gott, FIFA 17. Manchmal, ja, kannst du einen echt so weit zutreiben. Das ist unfassbar. Maskerei. Stark jetzt hier von Höfler. Kein Foul. Und dann Abraham. Oh, Niederlechner, er geht wieder nicht zum Ball. Also über diesen Jungen, muss ich ehrlich sagen, könnte ich mir heute die Haare raufen. Gibt's nicht. Obwohl das auch, ja, gerade ein bisschen auf gut Glück gespielt war. Schöne Aktion hier wieder und dann wieder so ein Pass. Also, Freunde der Sonne, entweder haben sie das Passspiel verlernt oder ich weiß es nicht. Bulut, was ist das für ein Gebolze hier? Boah, da würde ich Sonderschichten einlegen. Harry Seferovic und nochmal ein Schuss aus. Ja, knapp 20 Metern. War unnötig. Und jetzt kriegt Mike Franz auch noch die gelbe Karte. Das ist natürlich, ja, die Sahne auf der Torte. So kann man das sagen. Schmolo. Marvin Plattenhardt. Höfler. Grifo. Haberer. Höfler. Gut gespielt. Mike Franz. Außen. Bulut. Florian Niederlechner. Und den nehme ich jetzt runter. Es reicht mir jetzt mit Florian Niederlechner. Freunde der Sonne. Ich weiß nicht, wie es ihr seht, aber der sieht da bis jetzt hin gar keinen Stich. Das ist mal gar nicht sein Spiel. Und es ist wahrscheinlich auch verständlich, dass wir ihn jetzt runternehmen. Mike Franz musste aufpassen, aber mit der Grätsche. Hat schon gelb. Können wir nicht drauf verzichten. Und die Eintracht aus Frankfurt macht Dampf. Weiter nach vorne. Oh, schlechte Rückgabe. Genau in die Mitte. Das lernst du in der F-Jugend, dass du nicht in die Mitte den Ball abwehrst. Stark gemacht hier. Oh, Mike Franz. Komm, komm, Lobichen kriegt da gleich sowas. Und dann Schmolo zum 180. Mal. Mit der Hand am Ball. Beim Gegentor konnte er gar nichts machen. Ohne Schmolo wird es hier schon, ja, gefühlt. Weiß ich nicht, 100-0 wahrscheinlich stehen. Übertrieben jetzt natürlich gesagt. Schmolo und das ist ein Dreieckspass. Verstehe ich jetzt nicht so wirklich, aber ist okay. Passt zum Tag, passt zum Wetter, passt zum Spiel. Läuft einfach nichts bei uns. Bastian und Schipka. Max Schindler, von denen hat man noch gar nichts gesehen. Und dann Alex Meyer und Schmolo. Schon wieder zum 100. Mal, gibt's nicht. Mandel spielt's bis jetzt hin. Alle anderen sind, ja, die kannst du einfach nur in die Tonne kloppen. Heute zumindest. Haberer. Auf Nils Petersen, macht er gut. Haberer. Spielverlust muss bleiben. Schön Haberer. Auf den Außenseiten. Haberer spielt ihn da gut an. Und jetzt Nils Petersen. Das gibt's doch gar nicht. Eingewechselt und das 1-1. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist sowas von unverdient. Also ich fühle mich gerade selber so, aber es ist mir schnurzpip egal. Was für ein Ding, Nils Petersen, der Joker. Knips zum ersten Mal. Erste Saisontor und das gucken wir uns natürlich nochmal an. Links und in die Ecke und dann sowas von platziert. Sein erstes Saisontor in der 84. Minute. Da knipst Nils Petersen, das gibt's nicht. Alles richtig gemacht, Niederlechner. Bei dem ging mal überhaupt nichts. Und dann Nils Petersen, hervorragend. So eiskalt, so kühl, aber erstmal abwarten. Die Frankfurter sind schon wieder vorne. Was ist das für eine Abwehr? Marc-Oliver Kempf, Grifo. Haberer.
Ganze Aktion ging von hinten von Habria aus, hat er richtig stark gemacht, Alex Meyer. Max Stendera. Und jetzt, also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir hier mit einem Punkt weggehen, Max Stendera nochmal. Stärker Schuss da von ihm. Können wir uns jetzt wirklich nicht beschweren. Also normalerweise ja, ist das eher ein Punktverlust für die Frankfurter und dann wieder so ein Fehlpass. Um Gottes Willen. Aber nun gut, letztendlich ist es Fußball und da fragt keiner mehr. Und jetzt Schmolo nochmal. Ja, also der hat sich heute sein Geld absolut verdient. Kann man so sagen, um Gottes Willen. Heute gefällt es mir dann wirklich gar nicht. Unsere Spielweise, alles. Jetzt ist zugestellt, Mitte. Habera. Und jetzt ist Abpfiff. Wir Freunde der Sonne, was soll ich sagen? Also der Punkt ist richtig glücklich hier zu Hause. Aber wir bleiben weiterhin ungeschlagen. Und jetzt Pedersen. Er knippt 2 Torschüsse und 14 von der Eintracht. Meine Güte, da fühle ich mich ja fast schon selber ein bisschen mies, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Aber ja, was soll ich dazu sagen? Letztendlich fragt danach keiner mehr. Wir werden hier noch einmal Training absolvieren. Das haben wir nach so einem Spiel auch auf jeden Fall bitter nötig. Schließen alle ganz gut ab, außer Habera. Schmolo kriegt was im Flugparaden dazu, wenn er das nicht schon im Spiel davor getan hat. Und ja, meine Lieben, da geht's. Was soll ich dazu noch sagen? Eine sehr, sehr einseitige Partie von der Frankfurter Eintracht, aber wir bleiben weiterhin ungeschlagen und jetzt nach der Länderspielpause, ja, müssen wir auswärts ran gegen die TSG 1899 Hoffenheim und das ist, ja, auf jeden Fall mal schwer genug. Bleiben auf Platz 12 mit 8 Punkten bis jetzt und hoffen wir mal einen Punkt unter uns. Und ja, meine lieben Nuggets, ich hoffe, euch hat's gefallen und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr neu seid. Wer natürlich ein Abo auf den Kanal hinterlässt und sonst wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Euer Grisi, ciao.